Wer von den beiden hat geschossen? Wie kam es zu dem Schuss auf den Bauch? Kollege, wir haben hier einen Toten zu verantworten. Und ich brauche eine detailreiche Information darüber, was hier passiert ist. Haben Sie mich verstanden? Das ging alles so schnell. Der Mann hat plötzlich ein Messer gezogen und davor hat er sich mit der Frau gestritten und zwar heftig. Okay, welche Frau? Ich bin's, Jan. Was passiert? Ein totes Kind in einem Kofferraum von einem Wagen an der Raststätte gefunden. Und ein paar Pässe, wahrscheinlich gefälscht, die sind auf dem Weg zu euch. Was wissen Sie über die Geschäfte Ihres Lebensgefährten? Sie ging gut, seine Geschäfte. Ihr Freund steht im Verdacht. Da, wir stehen alle im Verdacht. Wer ist wir? Wir sind eine kleine syrische Gemeinde, ganz unideologisch. Ein Kind ist gestorben. Ein kleines Mädchen. Lag tot im Kofferraum, keine 10 Kilometer von hier. Das sind die Geschäfte, mit denen der Freund viel Geld verdient. Urkundenfälschung und Menschenhandel. Ich handle doch nicht mit Menschen. Ich befreie Menschen aus einem Terrorregime. Ohne mich hätten diese Menschen überhaupt keine Chance. Sie wissen gar nichts über uns. Alles war gut bis. Bis? Ich glaube, wir müssen die Polizei informieren. Keine Polizei. Waffe weg! Sie haben den Krieg hierher geholt, Frau Hoffmann.